Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker: Alexander Zverev gewinnt in Wien, und Sofia Tomala platzt vor Stolz. Mats Hummels brachte seinen Sohn mit ins Stadion. Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker: 1. November 2021. Sofia Tomala plus Alexander Zverev schweben auf Wolke 7. Erst vor wenigen Wochen machten Sofia Tomala, 32, und Alexander Zverev, 24, ihre Liebe offiziell, doch ihr Glück teilen sie schon jetzt ganz offen mit der ganzen Welt. Nachdem der Tennisstar souverän seinen 5. Titel in diesem Jahr in Wien gewann, machte er Freundin Sofia in seiner Dankesrede eine überraschende Liebeserklärung. Noch 10 Jahre oder so musst du es mit mir auf der Tour aushalten, so Zverev augenzwinkernd nach seinem Erfolg gegen Francis Tiafoe, 23, und betonte: Danke, dass du an meiner Seite bist neuerdings. Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammen eine Trophäe anfassen. Weiter verrät der 24-Jährige: Es ist schön, eine Frau zu haben, die weiß, was sie im Leben will. Sie ist eine tolle Frau. Es gibt einen Grund, warum wir zusammen sind und uns ausgesucht haben. Sofia Tomala reagierte auf die süßen Worte grinsend und mit einer Kusshand und legt jetzt auf Instagram noch einmal nach. Zu einem Foto, auf dem ihr Liebster stolz seinen Pokal küsst, und einer weiteren Aufnahme, auf welcher der Sportler ihr einen leidenschaftlichen Kuss gibt, schreibt sie: Congrats my love. Ich könnte nicht stolzer auf dich sein. Doch Sofia wäre nicht Sofia, wenn sie nicht noch einen Witz hinterher schießen und allen KritikerInnen, die etwas an der Beziehung auszusetzen haben, den Wind aus den Segeln nehmen würde. Ich bin erschöpfter als du. Muss wohl am Alter liegen, witzelt die 32-Jährige. Mats Hummels zeigt offen seinen Sohn Ludwig. Er spielt mit seinem Verein um den Titel Deutscher Meister, und Mats Hummels, 32, größter Fan ist natürlich Söhnchen Ludwig. Der Dreijährige feuerte seinen Papa während der EM an, wie seine Mama Cassie Hummels, 33, im Sommer mit einem Instagram-Video bewies. Jetzt nahm der Fußballprofi seinen Spross kurzerhand mit ins Stadion und zeigte das Gesicht seines Sohnes damit zum ersten Mal der Öffentlichkeit.